Ist natürlich klasse, wenn man hier auf so einer Veranstaltung auch die ganzen Kollegen trifft und dann mal wieder sich selbst updaten kann. Wir haben viel zu wenig Plattformen, wo wir uns branchenintern austauschen, nicht nur um jetzt neue Inputs zu bekommen, sondern auch innerhalb der Branche Erfahrungsaustausch zu machen, Informationen zu diskutieren und Veränderungen im Markt auch anzuschauen. Herzlich willkommen zum Busche Branchenupdate Spa und Wellness. Die Region steht sicherlich für das Thema Gesundheitstourismus, Wellness und Spa. Angenehme Zeit, viele Impulse für Sie und einen angenehmen Aufenthalt in der Region. Herzlichen Dank. Es gehört in der Regel auch zum eigenen Ich, welche Vorstellungen von Gesundheit man hat. Kunden wollen eine Ehrlichkeit, die wollen eine ehrliche Beratung. Und wenn man überhaupt verkauft, dann muss man wirklich wissen, was man verkauft. Das sind Dinge, die sich sozusagen aus den Konsumenten heraus entwickelt haben. Und die Hotellerie ist so ein bisschen abgekoppelt davon. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass sie sich sozusagen auf diese bestehende Nachfragewelle setzt. Die Veranstaltung ist nicht zu groß, nicht zu klein. Referenten bin ich der Meinung, sehr hochkarätige. War ich positiv überrascht, wirklich gutes Gemisch von der medizinischen Seite, aber auch von der operativen Seite. So, ich habe da einige Punkte, einige Ideen, die ich mitnehmen kann, auf jeden Fall. Es gab viele interessante Beiträge zum Thema Medical Wellness. Das Thema ist noch nicht wirklich angekommen im Spa-Bereich. Das ist ein riesen wirtschaftliches Potenzial.